Also mit einem sehr, sehr schönen, lauten, ihr wisst, wie es geht, auf die Plätze! Vielen Dank. Ich muss auch gleich sagen, bevor ich anfange, wollte ich mich nochmal auf den Anfang zurückbeziehen, wenn ich hier für uns beiden Frauen sprechen darf. Ich bin nicht für die Quote und deswegen sage ich, wählt einfach die Person mit dem bayerischen Akzent. Und nach so einem geilen Vortrag oder zwei geilen Vorträgen über Energiegewinnung, Energieeffizienz, jetzt mal was ganz anderes. Und zwar, wie aus Worten Wäldern werden. Das möchte ich euch heute erklären. Und dazu nehme ich Debatten internationaler Waldpolitik unter die Lupe. Es geht also um Politik und Soziales. Ich sehe, da ist die Freude schon groß. Mal gucken. Als erstes fragt ihr euch wahrscheinlich, wer erforscht sowas? Und das ist nicht so schwer. Wir sind vier Leute am Institut für Forst- und Umweltpolitik. Dr. Georg Winkel, Scott Zaddy, Caroline Meyer und meine Wenigkeit. Und ich muss gleich dazu sagen, nein, wir haben ihm nicht die Hörner aufgesetzt. Und jetzt wisst ihr, wer wir sind und jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, warum erforscht man sowas? Und dazu muss man erstmal wissen, was sind Wälder für uns eigentlich? Was bedeuten sie für uns? Was verbinden wir mit ihnen? Und der Science Slam dieses Jahr dreht sich ja um Nachhaltigkeit, um das Zukunftsprojekt Erde. Und jetzt haben wir allerlei Sachen schon gesehen, mit denen man Energie gewinnen kann. Kann man auch mit Wäldern machen. Aber in der Regel sehen die meisten Leute heutzutage in Wäldern eine Sache, die unser Klima bewahrt, uns frische Luft beschafft und auch manchmal ganz nett aussieht, hier allerdings ein bisschen lädiert. Neben dieser Sicht gibt es aber auch noch andere. Und zwar, wessen sich die meisten Leute gar nicht bewusst sind, Wälder sind eigentlich der Rohstofflieferant für die meisten Sachen, die wir im täglichen Leben so brauchen. Und das sind oft ganz heikle Situationen, wie zum Beispiel hier. Möchte man sie nicht missen, am täglichen Geschäft, aber auch eigentlich beim täglichen Zusammensein, gemütliches Zusammensitzen. Da sitzt man oft auf Holz und da wäre es schwer, wenn wir keine Wälder mehr hätten. Und weil Wälder eben so divers sind und man so viel damit machen kann, gibt es auch super viele Leute, die daran Interesse haben. Sie sind zum einen natürlich eine Lebensgrundlage für Mensch und Tier, eine Arbeitsgrundlage für viele Menschen. Sie bringen Inspiration aller Art. Sie kurbeln unser Liebesleben an für Mann und Frau. Und jetzt, wo ihr das so seht und diese ganzen Menschen und Tiere mit ihren Interessen, fragt ihr euch wahrscheinlich, so wer entscheidet jetzt eigentlich, wer wie viel vom Wald kriegt? Wer ist der Schiedsrichter und wie geht das überhaupt? Und die Frage ist nicht ganz so leicht zu beantworten. Zum einen, wenn man auf der nationalen und internationalen Ebene denkt, sind es natürlich Politiker, sehr seriös meistens. Genauso wie international anerkannte Experten wie er und ich. Und dann natürlich auch gewiefte Lobbyisten aus dem Ländle, die mit ihrem perfekten Englisch alle an die Wand spielen. Und wenn ihr die hier so seht, dann ahnt ihr es wahrscheinlich schon, die sind nicht immer ganz unabhängig. Und zwar sind die meistens eingebunden in nationale Gesetze, regionale Gesetze über den Wald, irgendwelche Abkommen auf internationaler Ebene, internationale Organisationen, in denen sie ihre Entscheidungen treffen und sich untereinander austauschen. Und das führt eigentlich dazu, dass es total viele Schiedsrichter auf einmal gibt. Sehr viele Organisationen, sehr viele Menschen, die alle ein Interesse haben und die sich darum streiten, ja, was machen wir jetzt eigentlich mit dem Wald und wer kriegt was davon? Und weil das so ist, fragen sich viele Leute, wie geht das eigentlich, wie kommunizieren die, wenn die alle nebeneinander stehen? Wer hat eigentlich das Sagen und was machen die Leute, um sich zu verständigen und zu entscheiden, wer was vom Wald bekommt? Und da sind sich Soziologen und Linguisten mittlerweile einig, oder viele von ihnen zumindest, dass das über einen ganz einfachen Mechanismus funktioniert, den wir alle tagtäglich anwenden, den Menschen seit Jahrtausenden anwenden und eben auch Politiker, Experten und Lobbyisten. Und zwar, sie erfinden Geschichten. Das machen sie nicht immer ganz so versiert wie der gute Herr Bundespräsident.
aber sie machen es meistens tagtäglich, man kennt das von der Oma oder auch von sich selbst, um einfach Ordnung in die Welt zu bringen, um mit anderen zu kommunizieren, zu sagen, so sieht die Welt aus oder hier in dem Fall der Wald und das wollen wir damit machen. Und eben auf dieser Basis fragt man sich, wie machen sie das eigentlich ganz genau? Wie funktioniert das? Wie erfinden Menschen diese Geschichten und was nutzen sie dazu? Und zwar ist es zum einen das Aneinanderreihen von Fakten und Annahmen, zum Beispiel wer welche Geldgeschenke von wem annehmen darf, auch das Hervorheben oder Weglassen von bestimmten Krediten oder Personen, von denen man die bekommen hat, und natürlich mit Hilfe von vielen Stilelementen, wie ich das jetzt gerade mache, mit Beispielen, Metaphern, Symbolen, Cartoons, Bildern, weil sich eben Menschen Metaphern und Bilder gut merken können und so mit anderen kommunizieren. Und gerade auf politischer Ebene werden die Menschen ja nicht dafür bezahlt, dass sie sehr zurückhaltend sind und die Geschichten im stillen Kämmerlein erzählen. Nein, sie brauchen eine Bühne und wollen das natürlich im Austausch mit anderen machen und ihre Geschichte durchsetzen. Und das führt eigentlich dazu, dass es die unterschiedlichen Akteure gibt, die nebeneinander stehen und sich unterschiedliche Geschichten erzählen, was wiederum Konkurrenz erzeugt. Und ja, wenn wir das jetzt sehen, was denken wir uns dann? Wir sind eigentlich wieder am Anfang. Also ihr seht schon, der Science Slam bewegt sich auf einem sehr hohen Niveau. Wir bewegen uns nur manchmal in Kreisen. Und ja, jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, was machen wir jetzt aus dieser Situation? Wer setzt sich eigentlich durch und wie? Und das ist gar nicht so schwer. Und zwar ist es meistens so, dass sich die beste Geschichte durchsetzt. Und die wird sich dann nicht nur durchsetzen unter den Experten und Politikern, sondern auch in großen Institutionen. Und die wiederum schaffen dann unsere Gesetze, Abkommen und neue Institutionen. Das ist zumindest, was die meisten heutzutage unter Politik verstehen. Und wie wirkt das jetzt eigentlich auf unser Leben? Was interessiert uns das eigentlich? Das interessiert uns deswegen, weil die uns dann eigentlich vorschreiben, wer was vom Wald bekommt und wer nicht. So wie Bruno hier. Und jetzt habt ihr eigentlich schon verstanden, wie aus Worten Wäldern werden. Aber jetzt sind wir noch nicht ganz am Ende. Und zwar bleiben ja noch ein paar Fragen offen. Und das wäre zum einen, wie setzt sich denn so eine bestimmte Geschichte durch? Und was und wen braucht sie eigentlich, um erfolgreich zu sein? Und was macht die anderen eigentlich weniger erfolgreich? Und um das herauszufinden, denken die meisten Leute wahrscheinlich, naja, was ist es wohl in der Politik? Das liebe Geld, ne? Sind ja alle gekauft heutzutage. Aber meistens ist es nicht immer ganz so einfach. Also die menschliche Kommunikation basiert ja meistens auf komplexeren Regeln, haben wir zum Beispiel in der Finanzkrise gemerkt. Und deswegen haben wir uns im Projekt vorgenommen, wir nehmen die Geschichten und die Leute, die sie erzählen, auseinander und schauen uns die Regeln mal genau an. Und jetzt wollte ich euch eigentlich erzählen, wie das theoretisch geht, aber meine Kollegen fanden das zu langweilig. Und deswegen erzähle ich euch jetzt, wie wir das praktisch machen. Und zwar machen wir das zum einen über knallharte Interviews mit den Experten natürlich, in denen sie uns dann ihre Geschichten exklusiv erzählen. Und dann im zweiten Schritt, das ist mein persönlicher Favorit, das ist eigentlich, was man sich als Wissenschaftler heute so vorstellt, Dokumentenanalysen. Und zwar nicht zu knapp. Und damit es aber nicht ganz so trocken bleibt und wir nur die Geschichten hören oder lesen, das wollen wir nicht. Nee, wir wollen auch sehen, wie sie interagieren. Und dazu begeben wir uns ins Zentrum der Macht und machen dort teilnehmende Beobachtungen. Und da wir aber eigentlich, ihr habt es ja am Anfang gesehen, nur 4 Leute sind und das nicht für die ganze Welt machen können, haben wir uns jetzt 3 Länder ausgesucht und die internationale Ebene. Und zwar ist das Deutschland, die USA und Schweden. Haben alle ziemlich große Wälder und wir erhoffen, dass wir da ein bisschen was rausfinden können. Und zwar zum einen über die Geschichten und zum anderen über die Protagonisten und ihre meistens verbalen Kämpfe untereinander. Und genau, ja, jetzt brennt ihr wahrscheinlich alle darauf zu wissen, ja, wer ist es denn nun, wer hat denn nun die spannendste Geschichte und warum eigentlich? Und ja, wenn es am schönsten ist, soll man ja aufhören.
Wir haben unser Projekt auch jetzt erst gestartet, deswegen müsst ihr uns einfach in 3 Jahren, dann machen wir nochmal einen Science Slam zur Nachhaltigkeit und dann komme ich nochmal und stelle euch unsere bahnbrechenden Ergebnisse vor. Vielen Dank.